Seid gegrüßt, herzlich willkommen zu diesem weiteren Video und auf meinem Kanal Russische Welt TV. Ja, entgegen der Hoffnungen und Behauptungen verschiedener Vertreter, unter anderem des Kiewer Regimes, wie auch der fünften Kolonne in Russland, dass der Westen die Forderungen Russlands ignorieren wird, haben sowohl die USA wie auch die NATO angekündigt, dass diese sehr zeitnah Gespräche mit Russland führen werden. Genauer gesagt werden, wie zumindest die Medien unter anderem hier im Westen melden, die Gespräche mit den USA am 10. Januar stattfinden, mit der NATO am 12. Januar und mit der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dann am darauffolgenden Tag, also am 13. Januar. Also natürlich ist davon auszugehen, das habe ich in sehr vielen Videos schon gesagt, dass die Forderung vorerst abgelehnt wird. Aber nichtsdestotrotz ist das dennoch auch jetzt schon ein taktischer Sieg für Russland, in dem nämlich Russland die USA und die NATO an den Verhandlungstisch gezwungen hat. Und zwar zu einem Verhandlungstisch, wo Verhandlungen auf Augenhöhe stattfinden werden, ohne unter anderem das Kiewer Regime, obwohl ja die Ukraine, das Territorium der Ukraine dort unter anderem besprochen wird. Also auf jeden Fall hat das Kiewer Regime hier bei dieser Angelegenheit keinerlei Mitspracherecht. Und wenn das Ultimatum dann letzten Endes abgelehnt wird, was wie gesagt zu erwarten ist, wird Russland das nicht akzeptieren. Und schon mehrmals haben verschiedene Vertreter, unter anderem des Außenministeriums, wie auch des Verteidigungsministeriums und zuletzt auch schon mehrmals Präsident Putin persönlich, angekündigt, dass es im Falle einer Ablehnung zu militärtechnischen Maßnahmen kommen wird. Unter anderem auch das letzte Statement, wo Präsident Putin ganz klar gesagt hat, dass es Maßnahmen geben wird, die ihm dann die Generäle vorschlagen werden. Und das wird definitiv nicht ohne sein. Und dann wird es halt wohl oder übel eine neue Kuba-Krise geben. Und früher oder später, wahrscheinlich sogar eher früher, wird der Westen keine andere Wahl haben, als Russlands Ultimatum voll und ganz zu akzeptieren. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.